Moin, moin YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit einem weiteren Video von mir für euch auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Und heute passt das Moin Moin wirklich ja, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben gerade ja kurz vor 6:30 morgen am Sonntag und ja, ich bin schon unterwegs mit dem kleinen Mann hier, mit dem Yoda und ja, eine Runde Gassi gehen. Und da habe ich mir gedacht, dann kannst du nach langer Zeit doch auch mal wieder eine Runde Let's Gassi aufnehmen. Und ja, mein Video so beginnen, wie alle anderen Videos, die letzten 2-3 Wochen von mir gekommen sind. Immer so nach dem Motto, ey, sorry, in letzter Zeit kam nicht sehr viel, aber jetzt geht's richtig los. Ja, und dann kommt wieder irgendwas, ja, was mich davon abhält, Videos zu produzieren. Wie zum Beispiel jetzt die letzten Tage einfach die Hitze. Und darauf komme ich gleich zu sprechen. Wobei, ja, von Hitze kann man ja momentan hier nicht reden. Denn, ja, wer da hinguckt, der sieht, aha, da ist der Weg nass. Ja, denn da oben durch die Bäume, da kommt Regen. Unglaublich aber wahr, nach Tagen endlich mal wieder ein bisschen Regen und ich finde es geil. Ja, es regnet oder es tröpfelt eher gesagt und ich finde es richtig geil. Also nach den letzten Tagen ja so übel scheiße heiß waren. Kleinen Moment mal kurz. Yoda, komm her, nicht so weit weg. Wir gehen gleich gemeinsam über die Talsperre. Komm her, hol dir Leckerli ab. Ja, was machen wir? Was machen wir? Sitz. So ist fein. Ja, komm. Lass es dir schmecken. Wie gesagt, es war die letzten Tage so scheiße heiß, ja, dass diese Abkühlung echt ja, zur rechten Zeit kommt. Während wir gerade hier unten an der Ronsdorfer Talsperre angekommen sind. Da können wir gerade mal gucken hier auf dieser tollen Anzeige, wie viel Strom denn gerade unsere Talsperre hier produziert. Ich zoome mal ein bisschen ran, gucken, ob man das sehen kann. Wir erzeugen Strom mit Wasserkraft. 67 Watt. Na gut, das ist nicht sehr viel. Also 67 Watt, die produziere ich ja schon mehr, wenn ich im Fitnessstudio bin und auf meinem ja, Crosstrainer arbeite. Da bin ich ja schon immer bei 200 Watt. Also momentan fließt nicht sehr viel Wasser durch die Talsperre durch. Ja, liegt natürlich auch mit der Stadt zusammen, dass die letzten Tage extrem heiß waren und die Talsperre wahrscheinlich schon dabei Wasser verloren hat. Und ja, während sich Yoda mal wieder ein bisschen Gras schmecken lässt, njam, 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 lecker Gras, würde ich sagen, gehen wir mal hier langsam über die Talsperre rüber. Und ja, ich möchte ein wenig über die Hitze der letzten Tage reden. Und ja, dies gleichzeitig wieder als Ausrede nehmen, warum die letzten Tage nichts gekommen ist von mir. Yoda, komm her. Also keine Videos. Ich meine, die letzten 3 Videos haben, glaube ich, bei mir so angefangen nach dem Motto, ja, tut mir leid, Jungs, sorry, dass in letzter Zeit so wenig gekommen ist, aber ich habe es nicht geschafft oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und diesmal habe ich wieder eine neue Ausrede. Es ist einfach diese Hitze. Ich, oder besser gesagt, mein Körper kommt darauf irgendwie gar nicht klar. Und wenn es dann so heiß ist, ich meine, ich wohne im Dachgeschoss, bei mir war gestern in der Bude 32 Grad und dann macht es echt alles andere als Spaß, irgendwie, naja, irgendwie überhaupt was zu tun. Vorm PC sitzen schon macht keinen Spaß, auf der Couch liegen macht auch keinen Spaß, es macht eigentlich gar nichts Spaß. Ja, und zocken geht dann irgendwie gar nicht, da habe ich dann irgendwie gar keinen Spaß dran. Und dementsprechend, ja, hocke ich dann meistens vorm PC und mache einfach gar nichts. So wenig bewegen wie möglich, schon die Mausbewegung und Tastaturbewegung ist mir einfach schon zu viel. Und dementsprechend, ja, habe ich die letzten Tage ja so gut wie gar nicht gespielt. Gestern Abend ein bisschen Battlefield mit der Ducklin und der Viva Krawall und den Gamer so zusammen im Livestream. Aber sonst halt wirklich nicht viel gezockt. Kein altes. Und ja, ein bisschen DayZ Origins, aber auch nicht wirklich viel. Und dementsprechend ist einfach auch in letzter Zeit keine Videos gekommen. Und ja, man muss wirklich sagen, das Sommerloch hat mich erwischt. Muss man ganz klar so sagen. Yoda, bleib hier, nicht so weit weg. Komm hier hin. Hier kann ich uns mal so einen kleinen Ausblick geben auf unsere schöne Talsperre hier in Wuppertal-Ronsdorf. Mit dem guten Wasser hier. Nein, Yoda, da unten geht's nicht runter. Und hier tut es übrigens auch schon mittlerweile der Trend anfangen mit diesen ganzen scheiß Schlössern von wegen, oh, ich liebe dich ja so sehr. Peter und Steffi, das Assi-Paar aus Ronsdorf, es rostet schon vor sich hin. Nee, Quatsch, ich weiß irgendwie nicht.
fängt man auf großen Brücken mit an und mittlerweile machen sie das überall und ja, ist zum Kotzen. Also letztes Mal war ich wirklich mit dem Fahrrad unterwegs, haben eine Bank gefunden, um mal so ein bisschen Pause zu machen. Und dann ist das so eine Metallbank. Und was machen sie mit dieser Metallbank? Überall hängen diese Schlösser dran, dass man sich gar nicht mehr draufsetzen kann. Ganz toll. Super Sache. Sehr clever. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Aber zumindest scheinen wir hier in Wuppertal ganz viele glückliche Paare zu haben, die sich ganz doll lieb haben. Ja, dann nochmal auf die Hitze zu kommen. Ich kann bei der Hitze einfach nicht zocken. Ne? Also bei mir macht das einfach dann keinen Spaß. Wie ist das denn bei euch? Also kommt ihr mit der Hitze gut klar? Wenn ihr bei euch in der Wohnung 30 Grad drin habt, könnt ihr dann noch gescheit zocken? Habt ihr dann noch Bock da drauf? Also ich muss sagen, ich nicht so sehr. Aber das gerade angesprochene Sommerloch ist ja hoffentlich auch bald vorbei. Denn ja, ich komme wieder auf ein Thema, weil ich auch quasi, glaube ich, mittlerweile bei jedem Vlog irgendwie anspreche. Gamescom ist es nicht mehr lange hin. Der Samstag ist mittlerweile ausverkauft, wie von der Gamescom Presseabteilung berichtet. Sprich, ja, so wie letztes Jahr, auch der Samstag dieses Mal wieder komplett voll. Es gibt keine Karten mehr. Sprich, wenn ihr keine Karten habt, ja, dann wird es auch schwer, an welche ranzukommen. Stattdessen, ihr gebt einen Haufen Geld aus, zum Beispiel bei eBay oder so. Denn da tun die Leute sich natürlich immer wieder die Nase reich verdienen. Ich bin der Freitag und den Samstag für Gamescom. Ich werde immer wieder gefragt, hey Schmuser, wann bist du da? Und wann kann man dich sehen? Joda, komm her. Komm hier runter. Und ja, da kann ich immer nur wieder sagen, eigentlich hauptsächlich am Samstag. Ja, der Samstag, das ist der Tag, wo das Community-Treffen stattfindet. Ich sage jetzt einfach mal grob gesagt, organisiert von Tomahawk Pain. Auch wenn es ja mittlerweile eigentlich ein Selbstläufer ist. Und ja, dort wird sie wieder getroffen werden. Ich weiß immer noch keine genaue Uhrzeit oder so. Aber ich glaube wahrscheinlich wieder irgendwie 12 Uhr. Irgendwie ja, an diesem Außengelände wie letztes Jahr. Aber genau dazu kriegt ihr mit Sicherheit nochmal von mir in einem Video verpackt. Ein extra Video. Und ja, dort hat man natürlich die Möglichkeit, mich zu treffen, mit mir zu labern. Und ich würde mich sogar tierisch freuen, wenn da Leute hinkommen würden. Ich bin auch den Freitag da. Natürlich dürft ihr mich da gerne ansprechen, wenn ihr mich seht oder so, aber ich werde dafür jetzt kein extra Fan-Treffen oder sowas organisieren. Erstens kommt da keine Sau hin bei mir und ja, dann lohnt sich da nicht, dass ich wieder extra einen Treffpunkt ausmache oder so. Den Freitag möchte ich einfach genießen für mich, um die Messe zu genießen, um zu schauen, was es da Tolles gibt, um zu schauen, wie das Sommerloch gefüllt werden wird die nächste Zeit. Denn ja, aktuell ist ja echt nicht viel, ne? Also es hat gerade die Destiny-Beta begonnen. Kein Game für mich, ganz ernsthaft. Ja, meine PlayStation 4 habe ich aktuell verliehen. Ja, tatsächlich, nachdem ich sie ja so lange jetzt nicht genutzt habe, habe ich gedacht, komm, leist die doch deinen Bruder aus. Der war krankgeschrieben. Dann wird die zumindest mal wenigstens ein bisschen genutzt. Und ja, wo ist denn mein Hund? Ach, da hinten. Komm her. Kleiner Mann. Und ja, so wird die mal wenigstens ein bisschen genutzt. Ja, hole ich mir dann auch mal die Tage dann wieder ab. Aber spielemäßig, ich freue mich aufs neue Call of Duty. Aber das habe ich bis jetzt jedes Jahr gemacht. Und ja, die letzten Jahre war es dann eigentlich immer eine Enttäuschung. Ich freue mich auch ein bisschen auf Battlefield Hardline. Ich freue mich auf FIFA 15. Aber ich meine, an der Aufzählung sieht man ja schon, es ist der gleiche Scheiß wie jedes Jahr, ne? Nichts Neues, nichts Innovatives, keine Ahnung. Ich glaube, am meisten freue ich mich aktuell, wenn jetzt mal wieder ein geiles Update kommen würde von DayZ Origins. Ich glaube, darauf würde ich mich am meisten freuen. Ansonsten ist halt momentan echt, ja, tote Hose, Sommerloch. Und mit diesem Sommerloch beende ich dann auch dieses Video, bevor ich mich hier in Kopf und Kragen rede. Und ja, nachdem es dann hier so ein bisschen abgekühlt ist, ein paar Tropfen Regen gefallen sind, wir ja jetzt irgendwie wahrscheinlich irgendwas mit kurz nach 6:30 morgens haben, schon bestimmt 23, 24 Grad oder so, hoffe ich, dass es heute nicht ganz so heiß wird und ich dann endlich mal wieder gescheit zum Zocken komme und ja, dann hoffentlich auch bald wieder euch mit neuen Let's Plays den Tag versüßen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich wie immer über einen Daumen freuen. Ich würde mich noch mehr über einen Kommentar freuen. Und ja,
noch viel, viel mehr würde ich mich einfach freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dann, viel Spaß. Euer Schmuser. Yoda, komm her. Sagt den Leuten Tschüss.